wirken auf Sie alle, die diese Vorträge aus besonderem Anlass wahrnehmen. Keine Europagespräche, aber Vorträge zu besonderem Anlass, das machen wir doch im Januar und im Anfang Februar ein weiteres Mal. Ich darf auch sehr herzlich begrüßen alle Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums Hildesheim, Ihr Mentor, Ihr Lehrer, der Dr. Heinrich, ein großartiger Mann. Und ich finde es auch großartig, dass er es immer wieder ermöglicht, dass Sie informiert werden und in diese Veranstaltung kommen. Das ist ein großes, schönes Dankeschön an Dr. Heinrich, der heute nicht kommen kann, hat sich entschuldigt. Richten Sie ihm das aus. Ich bin sehr, sehr dankbar. Besonders dankbar bin ich, meine Damen und Herren, dass ich heute einen ganz geschätzten Mann, ich darf fast sagen Freund, begrüßen darf. Es handelt sich um Colin Mandel, der den Weg von Wien gefunden hat zu uns nach Hildesheim. Mandro ist Jahrgang 1946, geboren in Edinburgh, also Sie können schon erahnen, woher Herr Mandro kommt, gebürtiger Schotte. Er hat seine Schulausbildung am George Watson's College absolviert und hat dann auch studiert an der University of Edinburgh, nämlich Französisch, Deutsch, auch in eine andere Fächer hineingeschnuppert, Soziologie, vor allen Dingen dann den Master in Modern Languages gemacht. Das ist vielleicht ganz wichtig für das Verständnis eines Menschen, der an vielen Stationen als Diplomat des Vereinigten Königreichs tätig war. Sprachkenntnisse sind das um und auf. Nach einem Jahr der Tätigkeit im Finanzministerium in London, also 1968-69, begann er seine diplomatische Laufbahn, die sich von 1969 bis ins Jahr 2007 erstreckt hat. Wenn wir die Zeitspanne uns überlegen, 1969 war der berühmte Gipfel in Den Haag, im Rittersaal von Den Haag, wo die damaligen EG6 beschlossen hatten, Norderweiterung. Und das hieß 1973, 4 Jahre später, Großbritannien, Irland und Dänemark werden Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Die Norweger haben abgelehnt. Auch noch 1994, zweites Mal. Und wenn Sie 2007 hernehmen, da wird der Lissabon-Vertrag im Hieronymus-Kloster von Lissabon unterzeichnet. Er tritt dann aufgrund irischer Vetos dann erst etwas später in Kraft, aber 2009. Also wir haben im Grunde die Zeitspanne britischer Beitritt in die Europäischen Gemeinschaften und Lissabon-Vertrag. Und all die Zeit hat das Vereinigte Königreich mitgetan, Teil dieser Gemeinschaften gewesen zu sein. Und das ist das Spektrum der Zeit, die Colin Mandel abdeckt. Was darf ich Ihnen erwähnen an wichtigen Stationen? Also Eintritt in das Foreign Office 1969. Wichtige Stationen, die ich erwähnen darf. Er hat in Bukarest gewirkt, in einer Zeit, als Ceausescu, der Konduktator, noch voll im Sattel saß. Das waren die Jahre 1981, 82. Er hat hier den real existierenden Sozialismus von seiner Doppelbödigkeit erlebt, nämlich Stalinismus im Inneren und eine scheinbar vermeintliche, liberale, offene Außenpolitik nach außen. Das ist ja auch ein Mittel gewesen, mit dem Ceausescu lange Zeit im Westen Unterstützung und entsprechende Sympathie bekommen hat. Ich darf erwähnen, dass Colin Mandel von 1983 bis 1987 im Western European Department des Foreign Office tätig war, wo er mit Finanzfragen zu tun hatte, mit dem deutsch-britischen Finanzthemen, auch mit Fragen dann der Sicherheit und der Menschenrechte später. Ich darf erwähnen, dass er schließlich an der britischen Botschaft in Berlin-Ost stellvertretender Missionsleiter war. Das heißt, er erlebt die Zeit, als Erich Honecker in Bonn mit allen Ehren empfangen wird. Honecker glaubt, an der Spitze seines Triumphs und des Erfolges zu sein und ist dort bis April 1990. Also er erlebt die Umbruchphase in der ehemaligen DDR. Er wird schließlich dann in den Jahren von 1990 bis 1993 Generalkonsul in Frankfurt am Main. Das ist der zukünftige Sitz der Europäischen Zentralbank. Und erlebt die spannende Phase, in der Großbritannien Teil noch des europäischen Währungssystems war, aber dann aus diesem europäischen Währungssystem ausscheidet. Also noch vor der Einführung des Euro, Großbritannien scheidet aus dem EWS aus.
Diese Jahre waren, denke ich, sehr bewegende Jahre. Colin Munro dann zurück nach London in die Zentrale, ist dann ganz maßgeblich zuständig gewesen für die Erweiterung der Europäischen Union um den Osten, muss eigentlich sagen, um die Mitte, um den Osten, um den Nordosten, vergessen wir nicht das Baltikum, und auch den Südosten. Es geht dann auch letztlich um Bulgarien und Rumänien und den Süden, Malta und Zypern. Das war eine, denke ich, wichtige Station. Er war hier auch Referatsleiter für die OSZG, das war die Nachfolgeorganisation der KSZG, und Europarat im Foreign Office. Schließlich dann war Colin Munro selbst Botschafter, Ambassador to Croatia, also Kroatien, in Zagreb von 1997 bis 2000. Gefolgt von einem, muss man sagen, sehr spannungsreichen und turbulenten Jahr. Er war nämlich der Stellvertreter des Hohen Repräsentanten, des damaligen Hohen Repräsentanten des Österreichers Wolfgang Petritsch, für ein wichtiges und relevantes, nach wie vor brisantes Territorium Bosnien-Herzegowina. Sitz in Mostar. Schwieriges Jahr. Anschließend, wie ich aus dem Lebenslauf entnehmen konnte, war dieses Jahr sehr schwierig, weil er umgeben von Leibwächtern war in dieser Phase. Dann durfte er ein Jahr im Royal College of Defence Studies in London verbringen, und während dieser Zeit hat er auch nach dem Master in Modern Languages auch den Master in International Studies am King's College in London abgeschlossen. Also wir haben einen doppelten Master, einen doppelten Meister hier. Für seine Verdienste, meine Damen und Herren, insbesondere für die Aktivitäten in Bosnien, erhielt Colin Munro die Auszeichnung eines Companion of the Order of St. Michael and St. George, was in Österreich in etwa einem großen Verdienstkreuz entspricht. Deswegen waren wir auch heute der Stadt- und Fahrtrundgang in der St. Michaeliskirche, ganz klar. St. Michael's und St. George Order, Companion of the Order. Ich darf noch erwähnen, dass Colin Munro von 2003 bis 2007 Botschafter und ständiger Vertreter des United Kingdom bei der OSZE in Wien tätig war. Das ist die Nachfolgeeinrichtung als Organisation des ehemaligen Konferenzmechanismus KSZE. Er ist seither mit Wahlbeobachtungen sehr aktiv als Consultant, er hält Vorträge, schreibt Beiträge in Fachzeitschriften, nimmt an Konferenzen und Seminaren teil, Schwerpunkt Sicherheit und Menschenrechte, aber seit 2016 treibt ihn nur ein einziges Thema um: der Brexit. Der endlose Brexit, eine never-ending story. Er ist Gründer und Leiter der Organisation UK Citizens in Austria, eine Anlaufstelle für von Brexit betroffene Bürger des Vereinigten Königreichs. Es gibt davon allein in Österreich 10.000 Leute. Munro ist ein Sprachentalent, Kroatisch, Französisch, etwas Russisch. Malaysia war ja auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, in Kuala Lumpur, in Malaysia tätig, ein bisschen Malaysisch, Malaysisch, Rumänisch und Spanisch, und nicht zuletzt überzeugen sich davon heute Abend auch Deutsch. Und ich freue mich, Colin, dass du hier bist. Herzlich willkommen in Hildesheim. Großartig, dass du den Weg gefunden hast nach Hildesheim, in die hoffentlich werde, und du hast gesagt, herzlich willkommen bei Hildesheim. Also zuerst müsste ich Ihnen aufmerksam machen auf eine Sache. OSZE, in Englisch OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe, or Organization for Seriously Confused Europeans. Und ich hoffe sehr, ich werde nicht zu viele Verwirrung in der Sache heute Abend bringen. Aber zunächst möchte ich mich bei Jean Monnet, Professor Michael Gehler, sehr herzlich für die Einladung und für die Einführung nach Hildesheim bedanken. Als ehemaliges Mitglied des britischen diplomatischen Dienstes und als Ehemann einer sudetendeutschen Frau, die in der heutigen Tschechischen Republik geboren wurde, habe ich immer ein besonders persönliches und professionelles Interesse für Deutschland gehabt. Darüber hinaus
beschäftigte ich mich intensiver mit Mittelost- und Südosteuropa. Und unter den multilateralen Organisationen, deren Grundlage auf die Herstellung und Erhaltung von Frieden und Wohlstand basiert sind, welche ich ein Leben lang genießen durfte, lag mir vor allem die Europäische Union am Herzen. Wie Sie hörten, hatte meine Frau und ich das große Glück, in Ost-Berlin zu leben, wo ich als stellvertretender Missionschef in der britischen Botschaft bei der DDR, nicht wohlgemerkt in der DDR in Ost-Berlin, tätig sein durfte. Genau vor 30 Jahren, als die Mauer fiel. Nun zum Brexit. Brexit liegt weder im Interesse des Vereinigten Königreichs noch der EU. Deshalb sollte Brexit storniert werden. Wenn das nicht mehr möglich sein sollte, müsste man einen möglichst schadensbegrenzenden Brexit ausarbeiten. Jede Art von Brexit würde für beide, sowohl für die EU als auch für das Vereinigte Königreich, einen Verlust bedeuten. Das Ausmaß des Verlustes hängt von dem Verhandlungsergebnis ab. Der sogenannte Deal, ich erfahre, dass Deal jetzt ein deutsches Wort geworden ist, der Deal von Premierminister Johnson läge am schädlichsten Ende des Spektrums, zumindest für Großbritannien. Da das Vereinigte Königreich ziemlich sicher bis Ende 2020 kein Freihandelsabkommen mit der EU wird abschließen können, könnte ein No-Deal-Brexit, den das Parlament vor einem Monat kategorisch abgelehnt hat, in einem Jahr wieder auf der Agenda stehen. Vorausgesetzt, die konservative Partei gewinnt bei den bevorstehenden Wahlen am 12. Dezember die absolute Mehrheit. Johnson bestätigte, falls bis Ende Dezember 2020 kein Freihandelsabkommen abgeschlossen wäre, würde das Vereinigte Königreich die EU ohne Deal verlassen. Allerdings, er hat schon gesagt, er würde lieber im Grabe sterben, als nach dem 31. Oktober aus der EU austreten. Und Sie sehen, er lebt noch. Die Vorstellungen eines Brexits des sauberen Abbruchs, das heißt auf Englisch Clean Break, oder eines weiter zu verhandelnden, sogenanntes Managed No-Deal Brexit, wie Nigel Farage, der Führer der Brexit-Party, und andere Hardline-Brexit-Befürworter verkünden, sind populistischer Unsinn. Ebenso wie der Wahlslogan von Boris Johnson jetzt bei den bevorstehenden Wahlen, Get Brexit Done, schließt mit dem Brexit ab. Jede Art, warum? Weil jede Art von Brexit, inklusive No Deal, wäre gerade mal der Beginn langer und quälender Verhandlungen mit der EU. Ich stimme Lord Patton, Chris Patton, dem letzten Gouverneur von Hongkong, dem früheren EU-Kommissar für internationale Beziehungen und Chancellor der Universität Oxford zu, als er am 24. Juni 2016, also am Tag nach dem Referendum, als er schrieb, Brexit wird das nationale Leben der Briten zumindest für das nächste Jahrzehnt und wahrscheinlich länger beherrschen. Man kann sich kaum eine Begebenheit vorstellen, in der das Vereinigte Königreich nicht ärmer und bedeutungsloser in der Welt dastehen wird. Diejenigen, die für die Unabhängigkeit gewählt haben, werden feststellen müssen, dass sie, anstatt Freiheit zu gewinnen, ihre Arbeitsplätze verlieren. Ich stimme auch dem Erzbischof
von Canterbury, Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Ah ja, die Kirche, Entschuldigung, ist Oberhaupt der Kirche. Er steht als geistiges Oberhaupt dieser Kirche zu. Der im Juli 2018, also 2 Jahre nach dem Referendum, war in Serbien auf Reise. Und er sagte Folgendes: Die EU ist die Erfüllung des größten Traums zum Wohle der Menschheit seit dem Fall des Weströmischen Reiches. Die EU hat uns Frieden gebracht, Wohlstand, Mitgefühl für Arme und Schwache, Hoffnung für alle. Ich sehe Umstände voraus, in denen das Vereinigte Königreich nicht nur Nordirland verlieren wird, sondern auch Schottland, welches 32% der Landfläche des Vereinigten Königreichs ausmacht. Und jetzt müsste ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese Karte ziehen. Sehen Sie hier, Schottland, das ist 32% der Landfläche des Landes und dort sind die Unterseeboote, das sind sogenannte Nuclear Deterrent, da sind die Nuklearstreitkräfte basiert. Und jetzt, da ist Wales nicht so groß, und Nordirland. Und Sie sehen diese Grenze, die ist irre. Ja. Und wieso ist diese Grenze entstanden? Das ist nach der Trennung 1922 und die Grenze sollte also Gemeinden, die mehrheitlich protestantisch waren, sollen bei Nordirland bleiben, aber die Protestanten wollten mehr, sie wollten mehr Land und sie haben Gemeinden, die mehrheitlich katholisch sind, hier und dann auch in der Nähe von Belfast einverleibt. Und das ist die Grenze, die jetzt umstritten ist. Diese Grenze verläuft zum Teil zwischen in einem Hof, ein Bauernhof, geht die Grenze zwischen die Felder des Bauerns. Und zur Zeit der Unruhen war diese Grenze befestigt und viele Übergänge waren zu. Es gab Zollposten und Wachtum und so weiter. Nicht so schlimm wie die Grenze in Deutschland, aber schlimm genug. Und eine Wiederentstehung dieser Grenze zu verhindern, ist ein Hauptgegenstand der gegenwärtigen Verhandlungen. So, das beste Deal für das Vereinigte Königreich ist eigentlich, was es gerade noch hat. Ein Budgetrabatt, es befindet sich außerhalb der Euro- und Schengen-Zonen und ist nicht verpflichtet, eine immer werdende, enger werdende Union anzustreben. Nun, zum Titel meines Vortrags, sehr anspruchsvoll. Das Vereinigte Königreich, das europäische Währungssystem und die deutsche Einigung im Lichte der Brexit-Debatte ist sicherlich nicht auf den ersten Blick kein unvergesslicher Titel für einen Vortrag. Das Thema ist auch eine Herausforderung für mich. Obwohl ich ziemlich viel Erfahrung mit der ehemaligen deutschen Frage habe, als Generalkonsul in Frankfurt am Main, im sogenannten Schwarzen Mittwoch, als das Königreich aus dem Wechselkursmechanismus, Schwarzen Mittwoch, 16. September 1992, Vorstufe des Euros hinausgeschleudert wurde, in den 80er Jahren, wie Michael Gehler sagte, als Margaret Thatcher
am Höhepunkt ihrer Karriere stand, war ich Sekretär des britisch-deutschen Wirtschaftsausschusses, aber sonst besitze ich keine formellen Qualifizierungen in Finanz und Wirtschaft. Ich werde die Antworten auf die Fragen, die sich aus diesem Titel ergeben, hauptsächlich also aus politischer Sicht beantworten. Nun komme ich zu meinen Hauptthesen. Erstens, Brexit steht symptomatisch für hartnäckige populistische Illusionen, Vorstellungen, die auf Täuschungen basieren, hinsichtlich der Vergangenheit des Landes, seiner gegenwärtigen Lage und zukünftigen Aussichten als ein mittelgroßes europäisches Land. Viele Menschen überschätzen den gegenwärtigen Einfluss, die Macht und die Schlagkraft des Vereinigten Königreichs. Viele sind unwissend, was ihre kontinentalen europäischen Nachbarn und ihr Land betrifft. Einige Einzelpersonen, inklusive leider Politiker, sind arrogant. Einer meiner früheren Chefs, Außenminister Douglas Hurd, der weder unwissend noch arrogant war, behauptete auch gelegentlich, dass sich das Vereinigte Königreich in internationalen Angelegenheiten über seine Stärke hinaus wichtig mache. Auf Englisch, punched above its weight. Im Moment erscheint das Vereinigte Königreich kaum auf der internationalen Bühne und nach einem Brexit wird es noch weniger in Erscheinung treten. Als ich noch im Auswärtigen Dienst war, glaubten viele von uns, wir wären in der Tat noch Schwergewichte in der internationalen Staatengemeinschaft. Aber um die Behauptung von Douglas Hurd zu verstehen, müssen wir auf die Geschichte zurückgreifen. Zunächst wird die Geschichte in vielen britischen Schulen sehr schlecht unterrichtet. Sprachen wie Deutsch werden in öffentlichen Schulen kaum angeboten, lediglich in teuren Privatschulen. Die meisten Briten wissen wenig oder nichts über Deutschland, abgesehen über Hitler, ein Österreicher. Ist doch so, oder? Die Österreicher behalten Beethoven, Österreicher, Hitler, Deutsch. Ja, Autos, ja, Autos natürlich. Und Fußball. Ja. Oh, also habe ich eine Person. Habe ich diese Foto, ja, Heidi Klum oder Mario Fischer. Ja. Oh, und vielleicht auch das Oktoberfest, das darf man nicht vergessen. Und, aber beispielhaft, nach einer Bemerkung nach dem Referendum, einer Dame aus dem Norden Englands, Hochburg der Brexit-Befürworter, wurde gefragt, warum haben Sie eigentlich für den Brexit gestimmt? Ihre Antwort: Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder in eine europäische Armee einberufen werden, die von nazideutschen Generälen geleitet wird. Es stehen immer wieder Briefe in den Zeitungen. Was ist denn halt los? Wir haben doch die zwei Weltkriege gewonnen, oder? Also, mein Vortrag befasst sich nicht mit den negativen Sicherheitsimplikationen eines Brexits, zum Beispiel mit dem Kampf gegen Terrorismus. Ich bin gerne bereit, aber nachher Ihre Frage zu diesbezüglich zu beantworten. Jetzt zitiere ich David Cameron vor dem Referendum. Die EU zu verlassen, würde die nationale Sicherheit des Vereinigten Königreichs gefährden. Und das war die Einleitung zu einer groß angelegten Bestandsaufnahme bezüglich der zukünftigen Sicherheitsperspektive des Landes. Nun zur Geschichte.
Die Folgeauswirkungen der industriellen Revolution begannen sich kurz nach der Niederlage von Napoleon 1815 spürbar zu machen. Ich zitiere Paul Kennedy aus seinem Buch 1987 erschienen, The Rise and Fall of the Great Powers. Das Vereinigte Königreich war vor dem Verlust der amerikanischen, schon vor dem Verlust der amerikanischen Kolonien 1783 ein bedeutender Staat, eine Handelsmacht mit der weltgrößten Kriegsmarine und der weltgrößten Firma, die East India Company, und mit einem Kolonialreich. Nun wurde das Vereinigte Königreich zu einer neuen Art von Weltmacht, die allen anderen übertraf, bezüglich Wohlstands, Industrialisierung, Erfindungen und globaler Präsenz. Das größte Weltreich, Werkstatt der Welt, ein stabiles, immer demokratischer ausgerichtetes politisches System mit Trennung der Gewalten und mit einer viel bewunderten Königin, Victoria, die herrschte, aber nicht regierte. Victoria mit dem Fürsten Albert von Sachs-Coburg-Gotha verheiratet. Und eigentlich der Prinz Albert hat das Moderne, würde ich sagen, im Vereinigten Königreich eingeführt. Er stand hinter der ersten großen Welt als Stellung 1851. Übrigens haben Michael Gehle und ich hatten uns in Coburg kennengelernt bei einer Tagung der Prinz Albert Gesellschaft. Das Ganze durch die mächtige königliche Kriegsmarine, the Royal Navy, beschützt. Anders als Frankreich, ein kontinentales Land, brauchte das Vereinigte Königreich, ein Inselstaat, keine große Armee, um das Gleichgewicht der Mächte auf dem europäischen Festland zu erhalten. Der frühere konservative Premier Disraeli, der seit 1868 in Opposition war, behauptete, dass die deutsche Revolution, so nannte er sie, von 1871, so den Sieg über Frankreich, das Gleichgewicht der Mächte in Europa zerstört hatte. Das Land, das darunter am meisten leidet und das die Auswirkungen dieser großen Veränderung am meisten spüre, sei England. 1871 hatte das Vereinigte Königreich eigentlich seinen Höhepunkt als einzige industrielle Supermacht überschritten. Deutschland und die Vereinigten Staaten waren dabei aufzuholen, und zwar schnell. Aber der Höhepunkt des Imperialismus, offenkundig in den Guano Afrika aufzuteilen, lag noch in der Zukunft. Und in der Tat, nach dem schrecklichen Schock des Ersten Weltkriegs, wuchs das britische Imperium weiter, im Nahost vor allen Dingen. Und was Kriegsmarinen betraf, lag die deutsche Flotte auf dem Meeresboden nahe den Orkneyinseln. Frankreich, Italien, die Vereinigten Staaten und bis 1922 Japan waren Verbündete. Es war Winston Churchill, der 1919 die 10-Jahre-Regel verkündete. Sie beinhaltete, dass das britische Weltreich sich für 10 Jahre an keinem bedeutenden Konflikt beteiligen würde und dass es dementsprechend seine Streitkräfte reduzieren könnte. Diese Regel wurde 1928 verlängert und schließlich 1932 aufgegeben. Selbst 1945 war das Empire noch intakt. Territorien wie Burma, heute Myanmar, und Singapur, die 1942 an die Japaner verloren gingen, waren zurück in britischer Hand.
Die Briten waren mit Berechtigung der Meinung, dass sie alleine von Anfang bis zum Ende der zwei Weltkriege für die gerechte Sache gekämpft hätten. Sie waren am Ende dieser Kriege zerwürgt, aber siegreich. Nicht mehr so wichtig wie Amerika, spielten aber immer noch in einer ganz anderen, höheren Liga, verglichen mit Frankreich, Italien und natürlich Deutschland. Die Ambitionen von Befürwortern eines harten Brexit, wie der jetzige Außenminister Dominic Raab, enthüllen eine Kombination von Arroganz, Unwissenheit, Selbsttäuschungen und Illusionen. Zumindest die Engländer, sie sehen den Körper immer wieder aus Schottland zurück, stellen sich das Vereinigte Königreich nach dem Brexit als ein Singapur an der Themse vor. Nicht länger gekettet an die lahme, überregulierte, von Deutschland dominierte, undemokratische EU. Zusammen mit den Amerikanern kann das Vereinigte Königreich die englischsprachige Welt der Anglosphäre führen. Kit Malthouse, Mitglied konservatives Partei des Unterhauses und später ein Minister, drückte sich im August 2018 im Daily Telegraph, das ist eine bekannte Zeitung, das heißt, es hieß dann die Daily Tory Graph, das sind die Tories, die Konservativen, und jetzt schlicht The Boris Graph. Folgendermaßen aus: Brexit würde die schwächelnde britische Wirtschaft in einen Senkrechtstarter umwandeln. Brexit wäre Rocket Fuel for the flabby, also schwächelnde, the flabby British economy. Sie sehen die Illusionen. Singapur ist in der Tat eine der großen Erfolgsgeschichten des britischen Imperiums. Sir Stamford Raffles hat die Insel im Jahre, also vor 200 Jahren, Geburtstag von der Königin Victoria und von Prinz Albert, von dem malaiischen Herrscher Singapur für die East India Company erworben. Eine Kombination von guter britischer Verwaltung, vom geschickten chinesischen Unternehmensgeist und einer perfekten Lage haben ein verschlafenes Sumpfgebiet in den dynamischen Stadtstaat verwandelt, den wir heute kennen. Als Staat ist Singapur der Inbegriff von nicht korrupter Verwaltung, verbunden mit typisch chinesischen autoritären Merkmalen. Ein Niedrigsteuerland mit freier Marktwirtschaft. Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2018 US-Dollar 64.000. Zum Vergleich das Vereinigte Königreich im selben Jahr 50.000. Und wohlgemerkt zur Zeit der Unabhängigkeit war das Bild von Singapur vielleicht ein Zehntel des Vereinigten Königreichs. Übrigens, in Singapur, 45% der Einwohner sind nicht in Singapur geboren. Seit der Unabhängigkeit 1963 beruht Singapurs Erfolg auch auf einem hochqualitativen, wettbewerborientierten Bildungssystem mit Schwerpunkten Mathematik, Informatik, Technologie. Deshalb Dyson, ein sehr erfolgreiches britisches Maschinenbauunternehmen, sein Hauptquartier nach Singapur verlegt. Dyson ist ein Brexit-Befürworter. Sowohl das Vereinigte Königreich als auch Deutschland haben eigentlich einen Handelsüberschuss mit Singapur. Ein EU-Singapur-Handelsvertrag ist gerade in diesen Tagen in Kraft getreten. Das Vereinigte Königreich und Singapur haben vereinbart, diesen Vertrag bilateral nachzuahmen. Also, man fragt sich,
was ist der Sinn von Brexit, was Handelsverträge betrifft? Die Antwort ist, der Brexit macht keinen Sinn. In der Tat, der frühere britische Botschafter in Singapur, High Commissioner, der nennte sie, also das Commonwealth-Land, der war ein junger Anfänger in meinem Referat in den 80er Jahren, kommt auch aus Schottland, offenbarte bei seinem Abschiedsempfang, dass die Menschen in Singapur, was Brexit betrifft, vor allem jetzt verstehen. Singapurians are baffled by Brexit. Ich meine eigentlich eher auch. Nun zu Churchill wieder. Churchill nannte Singapur auf den Ort, wo sich die schlimmste Katastrophe der britischen Militärgeschichte abspielte. Der Fall von Singapur im Februar 1942 war ein Beispiel von imperialer Überforderung und, sehr wichtig, eine Unterschätzung der angeblich minderwertigen japanischen Streitkräften. Die Leute haben tatsächlich gemeint, die Japaner werden keine guten Flieger sein, aber die Augen sind nicht groß genug. Und die Royal Navy, die konnte nicht Deutschland, Italien und Japan bekämpfen. Boris Johnson hat eine auf sich bezogene Biografie von Churchill geschrieben. Churchill sei während des Krieges so, ja, Victory. Und Boris Johnson jetzt, Victory, get Brexit done. Churchill, ja, wäre lediglich eine Fußnote in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gewesen, wenn es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Man hätte sich an ihn erinnert, als Marineminister im Jahr 1915 verantwortlich für die verhängnisvolle Gallipoli-Expedition, als die Royal Navy eine Armee hätte sich ein Land anlegen lassen, konnte, noch sie gegen die ottomanisch-türkischen Streitkräften verteidigen konnte. Diese wurden mit deutscher Hilfe, Liman von Sanders, von einem gewissen Mustafa Kemal Atatürk geführt. Im Jahre 1925, als Churchill Finanzminister war, kehrte das Vereinigte Königreich zu der Pfund-Dollar-Parität der Vorkriegsjahre zurück. Ein Pfund gleich 4,86 Dollar. Das war eine der ersten falschen Entscheidungen betreffs Wechselkurse. Damit reduzierte er noch weiter die Wettbewerbsfähigkeit der ohnehin schon geschrumpften britischen Exporte und erhöhte die Arbeitslosigkeit. Aber er hatte recht, was Hitler anbelangt. Die Labour und die liberalen Parteien wollten im Mai 1940 nur zusammen in einer Koalitionsregierung der nationalen Einheit dienen, wenn sie von Churchill geführt wurde. Und Churchill hat tatsächlich geführt. Darüber hinaus zeigte er in Krisenfällen ausgezeichnetes Urteilsvermögen. Unentbehrlich für einen erfolgreichen Führer. Er urteilte zum Beispiel im Juni 1940, dass sein Kompromissfrieden mit Deutschland, was viele im Lande wollten, nach dem Fall von Frankreich ein fataler Fehler gewesen wäre. Es war auch seine Einschätzung, dass das britische Empire irgendwie Deutschland die Stirn bieten musste, bis die Amerikaner überredet werden könnten, sich den Kampf anzuschließen. Die britische Luftwaffe hat im Jahre 1940 eine deutsche Invasion in dem Luftkrieg um Großbritannien, The Battle of Britain, verhindert. Ich habe zu meinem großen Bedauern heute erfahren, dass die Royal Air Force auch Hildesheim, wie so viele andere deutsche Städte, auch in den letzten Kriegsmonaten platt gemacht hat.
Hitler machte dann im Juni 1941 den großen Fehler, seinen bisherigen Partner in Verbrechen, Stalin, anzugreifen. Die Japaner zogen im Dezember 1941 in die USA in den Krieg hinein. Aber selbst vor Pearl Harbor scheute Churchill, dessen Mutter Amerikanerin war, keine Anstrengungen, um mit Präsident Roosevelt ein enges Verhältnis aufzubauen. Und Roosevelt hatte seinerseits verstanden, dass die Sicherheit der Vereinigten Staaten, geschützt bisher durch zwei Ozeane, nicht mehr gesichert sei, sollte das Vereinigte Königreich besiegt werden. Ich möchte hinzufügen, damals in den Erstkriegsjahren war der amerikanische Botschafter der Vater von John F. Kennedy. Und Joe Kennedy kam aus Irland und die vielen Iren sind wegen der Hungersnot im 19. Jahrhundert ausgewandert. Er hatte eine sehr, kann man sagen, antibritische Einstellung. Und er hat berichtet, die werden bald aufgeben müssen. Und vielleicht nicht unfroh deswegen. Und Roosevelt hat dann einen von ihm befreundeten klugen Mann, Harry Hopkins, nach London geschickt und Churchill hatte ihm alles gezeigt und ihn überzeugt, dass die Briten nicht tatsächlich in den Kampf bleiben würden. Die Briten, in jenen Tagen gab es ein britisches Volk, stellten unter Beweis, dass sie auch gutes Urteilsvermögen besaßen, als sie im Juli 1945 vor dem Ende des Kriegs gegen Japan ein neues Parlament und einen neuen Regierungschef bilden. Sie respektierten Churchill zwar als Führer in Kriegszeiten, aber nicht als Premierminister eines bankrotten, überforderten Landes in Friedenszeiten. Wie Clement Attlee, sein Stellvertreter während des Krieges und sein Nachfolger, sagte, Churchill sei nicht fähig, diese Arbeit zu übernehmen. Not up to the job. Der totale Krieg hatte, muss man hinzufügen, ganz große gesellschaftliche Veränderungen im Vereinigten Königreich bewirkt. Churchill, jetzt in der Opposition, behielt aber seine Fähigkeit, die großen strategischen Zusammenhängen und Herausforderungen zu begreifen. In zwei berühmten Reden im Jahre 1900, einmal in Zürich und einmal in Fulton, Missouri, war Präsident Truman, rief er auf, erstens, zu einer europäischen Wiederbelebung, der Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, auf der Grundlage der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Das kam nicht sehr gut in Paris an. Die Vereinigten Staaten sollten die zerstörte europäische Wirtschaft mit großer Staatshilfe wieder in Gang bringen. Und die Vereinigten Staaten sollten angesichts der offensichtlich gewordenen Bedrohung des sowjetischen Eisernen Vorhangs einen militärischen Sicherheitsschirm aufstellen. Churchill war erfolgreich mit allen drei Forderungen. Der Reihe nach, der Marshallplan, European Recovery Program 1948, NATO 1949. Allerdings mit einem sehr guten Außenminister der Labour Party, Ernie Benn, der war ein Gewerkschafter, ohne Uni-Abschluss, aber mit sehr gesundem Menschenverstand. Die Diplomaten damals, ja, aus adligen Kreisen, die liebten ihn. Die schätzten ihn als den erfolgreichsten
Außenminister seit 1945. Wir schätzen ihn noch als den erfolgreichsten Außenminister seit 1945. Ja, NATO und 1949. Und die EU, die im Jahre 1951 mit der Montanunion begann. Churchill hatte auch eine führende Rolle bei der Gründung des Europarates, auch 1949, in Deutschland schon 1950 beitrat. Britische Experten entwarfen die Europäische Konvention von Menschenrechten und fundamentalen Freiheiten. Diese Konvention des Europarates trat 1953 in Kraft. Und die Ratifizierung ist eine Vorbedingung der EU-Mitgliedschaft. Aber lasst uns nicht vergessen, Churchill war ein Imperialist. He once said, I have not become His Majesty's first minister to preside over the disintegration of the British Empire. Das hat er auch nicht getan. Indien ist 46 unabhängig, 47 unabhängig geworden. Er wurde im Jahre 1874 geboren. Europäer zu sein bedeutete Imperialist zu sein. Besonders wenn man im Palast von Blenheim geboren wurde, der nach seinem berühmten Vorfahren dem Herzog von Marlborough benannt worden war, nach dessen Sieg im Spanischen Erbfolgekrieg. Durch diesen Sieg erwarb das Vereinigte Königreich im Vertrag von Utrecht das umstrittene Territorium von, also eigentlich nicht umstritten, gehört uns, Territorium von Gibraltar. Eine kleine Geschichte zu Gibraltar. Das war in den 80er Jahren. Und ich war in dem Zimmer, wo die Botschafter, die beim Außenminister bestellt waren, einen Termin hatten, warteten. Ich wartete damals auf den Deutschen und war noch nicht da. Aber der spanische Botschafter war da. Nun, in diesem Zimmer war ein großes Bild, so groß, Unterzeichnung des Vertrags von Utrecht. Und ich habe zu den Botschaften nichts gesagt. Und dann kam der Beamte, der Kollege, für den spanischen Botschafter zuständig war. Er sagt, oh, Colin, vielen Dank, dass du den Botschafter betreut hast. Hast du ihm gesagt, dass wir jeden Tag die Bilder wechseln? Es hängt davon ab, wer gerade kommt. Und deswegen haben wir das Bild von Utrecht aufgestellt. Naja, zurück zu Churchill mit seinen drei Forderungen, Mensch, Europa und so weiter und Imperialist. Aber Churchill als Imperialist sah Churchill das Vereinigte Königreich noch im Zentrum von drei Sphären der Macht und des Einflusses. Spheres of power and influence, or concentric circles, hat man auch gesagt. Erstens, die besondere Beziehung, the special relationship mit den Vereinigten Staaten, die er selbst aufgebaut hatte. Das Vereinigte Königreich als wohlwollender Sponsor und Unterstützer der Vereinigten Staaten von Europa, nicht aber als Mitglied. Und drittens, British Commonwealth und Empire. Um Churchill geben wir fair zu sein, war es eigentlich erst 1960, nach dem Suez-Debakel, als die EWG schon erfolgreich unterwegs war, dass ein konservativer Premierminister, Harold Macmillan,
die Entscheidung traf, das Vereinigte Königreich sollte Mitglied der EWG werden. Nun, bevor ich wieder zu Willen zurückkomme, möchte ich euch Ihre Aufmerksamkeit auf John Maynard Keynes und Jean Monnet richten. Keynes trat als Mitglied, Vertreter des britischen Finanzministeriums, der British Empire Delegation bei den Friedensverhandlungen in Paris zurück. Warum? Er sah voraus, dass die angestrebten Friedensverträge verhängnisvollen wirtschaftlichen Konsequenzen haben würden. Der Titel seines Buchs, The Economic Consequences of the Peace. In der Tat betrafen die Folgen des Friedens in Deutschland nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Fragen. Ein brennendes Gefühl von Ungerechtigkeit und der Wunsch nach Rache. Der Vertrag von Versailles konstatierte, Artikel 231, die alleinige Verantwortung Deutschlands und seiner Verbündeten für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In den 1930er Jahren stellte Keynes die wirtschaftliche Orthodoxie auf den Kopf. Er argumentierte, dass Regierungen in einer Rezession Geld ausgeben sollten, um Menschen in Arbeit zu halten und die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu beleben. Die Wirtschaftslehre von Keynes ist die Grundlage von was die Franzosen nach 1945 Les Trente Glorieuses nannten, den 30 glorreichen Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs. Angeführt von Institutionen oder untermauert, könnte man sagen, von Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, welche Keynes und der Amerikaner Dexter White 1944 in Bretton Woods in Amerika ausgearbeitet hatten. Nun komme ich zu Monnet. Monnet versuchte, leider im Jahre 1919 ohne Erfolg, die Franzosen und andere zu überzeugen, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland eine bessere Friedensgrundlage wäre als die Verträge, die schließlich ausgearbeitet wurden. Er trat 1923 vom Amt des stellvertretenden Generalsekretärs des Völkerbunds zurück. Aber dieser bemerkenswerte Mann, ein wirklich bemerkenswerter Mann, gab nicht auf. Während des Zweiten Weltkriegs war er in den Vereinigten Staaten als Mitglied einer britischen Regierungsdelegation mit der Aufgabe, Kriegsmaterial zu kaufen. Nach 1945 kehrte zu seinen Visionen der europäischen Zusammenarbeit zurück, aber in eine Richtung, die ihn von seinen britischen Freunden trennte. Nun erhielt Monnet für seine Idee Unterstützung von Frankreich. Im Mai 1950 kündigte der französische Außenminister Schumann, de Gaulles Sprecher während des Krieges, einen Plan für eine Montanunion an. Kohle und Stahl damals kriegsentscheidend. Der Vertrag von Paris 1951 etablierte als Institutionen diese Kohle- und Stahlgemeinschaft, eine hohe Behörde, in etwa jetzt der Europäische Rat. Die gemeinsame Ministerrat könnte man mit der Europäischen Kommission vergleichen. Eine gemeinsame Versammlung, jetzt haben wir das Europäische Parlament. Und einen Gerichtshof, jetzt hat die EU einen Gerichtshof. Auf dieser Basis wurde Westdeutschland als gleichberechtigter Staat in Europa reintegriert. Die Besatzung endete 1955 und die Bundesrepublik wurde Mitglied der NATO und der Westeuropäischen Union und am 1. Januar 1958 Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Juratum und da war noch was. Ja, drei Institutionen. Monet hatte die Stimmung, die Zustimmung, ist interessant, er war vorerst bei den Amerikanern für seinen Plan erhalten. Er plädierte dann mit der britischen Regierung, das war noch Clement Attlee, die Labour Government, sich anzuschließen und eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber die Briten wollten davon nichts wissen. Der stellvertretende Premierminister Herbert Morrison, Labour, Labour Party, verkündete 1951, the Durham miners won't stand for it. Die Kumpel, die Bergarbeiter, würden das auf keinen Fall akzeptieren. Damals gab es von diesen Kumpel, etwa 1 Million Menschen waren in den Kohlenrevieren in Arbeit. Und Clement Attlee, ja, 1951 Premierminister, und er nachher, als die britischen Beitrittsbemühungen voll im Gang waren, sagte er, also, muss wohl 1960 gewesen sein, 61, Entschuldigung, sagte er, der Vertrag von Rom drückt eine Vision aus, die sich völlig von unserer eigenen parlamentarischen Betrachtungsweise unterscheidet. Diese Betrachtungsweise der Briten werde im ganzen Commonwealth beachtet. Dann sagte er ab, keinem der EWG-Mitgliedstaaten ist es gelungen, eine erfolgreiche parlamentarische Demokratie zu etablieren. Nicht gewählte Beamten haben das Sagen. Wenn die Pläne des gemeinsamen Markts umgesetzt werden, werden wir unumgänglich in jeder Phase unseres nationalen Lebens betroffen sein. Es gäbe keine nationale Planung, es sei denn unter der Führung einer kontinentalen Planung. Sie wissen, was die Briten sagen, Nebel im Kanal, Festland abgeschnitten. Während dieses Jahres, gerade jetzt, tragen Brexit-Befürworter Banner mit den Aufschriften, was wird falsch geschrieben hier, wir sind keine Europäer, wir wollen unser Land zurück. Zu Theresa May, wenn ich zum ersten Mal diesen Vortrag, die übrigens im Referendum 2016 für den Verbleib in der EU stimmte, war der Hauptgrund für den Brexit, der Hauptrechtfertigung des Brexits, die Möglichkeit der Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs zu entfliehen, sodass das Vereinigte Königreich die Kontrolle über seine Gesetze, seine Grenzen und sein Geld zurückerhalten wurde. Und vor allem die Einwanderung drastisch reduzieren könnte. 6 Jahre lang ist es Theresa May als Innenministerin nicht gelungen, die Einwanderung einzudämmen. Ich muss hinzufügen, die Briten verwechseln Immigration, Einwanderung mit Bewegungsfreiheit innerhalb der EU. Und nach dem Referendum wurde zum Knackpunkt der Austrittsverhandlung ein Thema, das vor dem Referendum kaum erwähnt wurde. Die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland. Nun zur Erinnerung. Backstop ist hier, glaube ich, jetzt auch ein deutsches Wort. Der Backstop wurde im November 2017 geboren, als Theresa Mays Brexit-Gesandte mit Michel Barnier einen Scheidungsvertrag ausverhandelt. Er ist eine Art Notfallsicherung für das Friedensabkommen, das im Jahre 1998 30 Jahre bürgerkriegähnliche Zustände in Nordirland beendete. Es soll keine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland entstehen. Deswegen muss entweder Nordirland oder das
ganze Vereinigte Königreich in der Zollunion und im Binnenmarkt bleiben. Bleibt nur Nordirland in der Zollunion und im Binnenmarkt, ist die Einheit des Vereinigten Königreichs nicht mehr gewährleistet. Bleibt das ganze Vereinigte Königreich drin, kann das Vereinigte Königreich keine unabhängige Handelspolitik betreiben, also kein Singapur an der Themse. Der Einwand gegen den Europäischen Gerichtshof ist auch der Grund, warum es viele Schwierigkeiten gibt, die Rechte von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und die von Bürgern des Vereinigten Königreichs in der EU zu sichern. Dieses Problem, kann ich Ihnen sagen, entgegen der Behauptung der britischen Regierung und gelegentlich von Michel Barnier, ist nicht gelöst. Nun komme ich an Macmillan zurück. Hatte er ursprünglich Suez in der Suez-Frage unterstützt? Er änderte seinen Kurs, als es zu einem Run aus Pfund kam. Das Vereinigte Königreich bekam keine Rückendeckung von den Vereinigten Staaten. Präsident Eisenbahn war gerade im Wahlkampf. Und Suez lief parallel mit dem ungarischen Aufstand. Und Khrushchev hat sogar uns London mit Atombomben, mit Atomkrieg gedroht. Also wir haben das Problem an die Vereinigten Staaten übergeben. Und als Macmillan im Jahre 1957 Premierminister ihm folgte, setzte seine Prioritäten folgendermaßen fest. Die Wirtschaft stabilisieren. Beziehungen zu den Vereinigten Staaten reparieren, das Weltreich auflösen und das Vereinigte Königreich auf Europakurs steuern. Mit den ersten drei Aufgaben war er, man nannte ihn damals Supermac, im Großen und im Ganzen erfolgreich. Aber die Zuwendung nach Europa wurde von Frankreich blockiert. Ebenso wurde Harold Wilsons Regierung bis 1969 blockiert, bis de Gaulle starb. Sie erinnern sich, Churchill hat gesagt, was war das schwerste Kreuz, das ich während des Krieges zu tragen hatte? La Croix de Lorraine. Und Churchill hat auch zu de Gaulle gesagt, wenn das Vereinigte Königreich wählen muss, ich unterstütze Frankreich immer, aber wenn es wählen muss, ist die Wahl für die Vereinigten Staaten. Nun komme ich zu einem sehr guten irischen Historiker, Kevin O'Rourke, und er beschreibt den Beitrittsantrag 1961 als eine erstaunliche Umkehr des politischen Kurses. Ich stimme zu, dass es eine Umkehr war, aber erstaunlich war sie eigentlich nicht. Die Amerikaner hatten bereits 1948 die Wesensmerkmale der britischen Politik herausgefunden. Sie wollten nämlich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Have their cake and eat it. In seinem Buch Hirnsturz Europa 1914 bis 1994 beschreibt der große Historiker Ian Kershaw, Hitlers Biograf, die Einsichten der Amerikaner. Das Problem mit den Briten ist, dass sie sich an einem Seitenfaden festhalten, in der Hoffnung, dass sie irgendwie mit unserer Hilfe das britische Weltreich und dessen Führung beibehalten können. Und Marshall selbst betonte, dass das Vereinigte Königreich von einem europäischen Plan, von seinem Plan, den vollen Nutzen ausschöpfen wollte, aber gleichzeitig den Standpunkt vertrat, eigentlich kein völlig europäisches Land zu sein. Kershaw hat auch, er hält auch fest,
dass Whitehall, das ist der britische Regierungsapparat, in den ersten Nachkriegsjahren in einer europäischen Zollunion nur Nachteile sah. Es gäbe keine langfristige Attraktion für die Briten, mit Europa wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Das Vereinigte Königreich wäre eventuell Opfer schädlichen wirtschaftlichen Wettbewerbs. Die nationalen Interessen der Briten liegen im Commonwealth und in einer Wiederbelebung des Welthandels. Cakeism, have your cake and eat it. Cakeism ist übrigens ein neues Wort im Oxford English Dictionary. Und es bedeutet, wie ich sagte, auf zwei Hochzeiten tanzen. Allerdings, bereits 1960 war die EWG stabil, erfolgreich und gut unterwegs. Der Wohlstand wuchs. Die britischen Versuche, die EWG zu ignorieren, sie zu zerstören oder auf eine freie Handelszone zu begrenzen, hatten alle fehlgeschlagen. Margaret Thatcher hat mal gesagt, ich hasse die EU, vorher wären wir nur bei der EFTA geblieben, wäre alles okay gewesen. Europäische Freihandelszone. Der Handel des Vereinigten Königreichs mit der EEG wuchs, mit dem Commonwealth nahm ab. Also, if you can't beat them, join them. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. Die Probleme des Souveränitätsverlustes und der EEG als pan-europäischen Friedensprojekt, das wirtschaftliche Mittel zur Förderung einer immer werdenden Union benutzen wurde, wurden heruntergespielt und sogar ignoriert. Und das war ein Geburtsfehler des britischen Engagements mit der EU. Man würde den Briten sagen, dass sie sich lediglich einem gemeinsamen Markt anschließen würden. Und im ewigen Beitrittsjahr war der Vertreter der Bank von England in unserer Botschaft in Bonn davon überzeugt, der Plan einer Wirtschafts- und Währungsunion sei tot. Und das war also vor der Vervierfachung des Ölpreises nach dem Krieg, Yom Kippur-Krieg im Oktober. 10 Jahre später sagte ein junger Kandidat der Labour-Partei seinen potenziellen Wähler in der Nähe von Durham, vergessen Sie Herbert Morrison, eingeführt Sie nicht, dass eine Labour-Partei-Regierung einen Rückzug aus der EWG verhandelt wurde. Die EWG sei eine Gemeinschaft, die unsere natürlichen Ressourcen habe ausbluten lassen und Arbeitsplätze zerstört hat. Wer war das? Tony Blair. Tony Blair war mit der Labour-Partei, mit der Politik der Labour-Partei unter der Führung von Michael Foot auf einer Linie. Allerdings, einer von Foots Kollegen beschrieb zutreffend dessen Wahlprogramm von 1963 als den längsten politischen Selbstmordplan in der Geschichte. Margaret Thatchers konservative Partei gewann mit großem Vorsprung, unterstützt durch ihren triumphalen Sieg ein Jahr zuvor über Argentinien und somit die Rückeroberung der Falklandinsel. Es hätte schön sein können, dass ohne Galtieri hätte sie die Wahlen 83 verloren. Das Problem mit dem politischen Selbstmord ist, wie Churchill sagte, und David Cameron hätte gut wissen sollen, du lebst, um deine Entscheidung zu bedauern. Im Jahr 1984, also nach dem Zweiten Weltkrieg, erhielt Margaret Thatcher ihr Geld zurück. Ein Ziel, das sie in aggressiven Tönen bereits 1979, unmittelbar nach ihrem ersten Wahlsieg, formulierte. Die Beilegung des britischen Budgetrabattstreits war nicht die einzige
bedeutende Errungenschaft des Gipfeltreffens von Fontainebleau. Es gab auch eine Übereinstimmung auf einen den Binnenmarkt. Auf eine Single Market hinzuarbeiten. The Single European Act, Jahr 1887, der erste große Vertrag seit dem Vertrag von Rom, setzte 1992 als Zieldatum für die Verwirklichung des Binnenmarkts fest. Dieser ehrgeizige Zeitplan wurde während der britischen Präsidentschaft zum großen Teil erreicht. Und Margaret Thatcher schickte einen ihren vertrauten Kollaborateuren, Lord Cofield, als Kommissar nach Brüssel, zuständig für Binnenmarkt, Steuer und Zölle. Er sollte bei diesem Projekt mit dem neuen Präsidenten, also ab 1985, einen französischen Sozialisten zusammenarbeiten. Der Name dieses Sozialist, Jacques Delors. Nun, meine Damen und Herren, Delors hatte zwei andere Ziele auf seiner To-Do-List, seiner Aufgabenliste. Die britische Labour-Partei zu überzeugen, dass die EWG kein kapitalistisches Schwindelgeschäft sei. Zweitens, das europäische Währungssystem, das 1979 etabliert worden war, stabile Wechselkurse zu sichern und das Funktionieren des EWG-Markts zu verbessern, in eine Wirtschaft und Währungsunion zu entwickeln. Und nur das Vereinigte Königreich war nicht Mitglied dieser Währungsunion. Und warum? Vor unserem Beitritt hat es einen Versuch gegeben, die Wirtschaft, die Wechselkurse zu stabilisieren. 1971 ist das Bretton Woods-System zusammengebrochen. Das war die Folgen des Vietnamkriegs, die Inflation in den Vereinigten Staaten. Und die Amerikaner konnten nicht mehr versichern Gold. Das war 35 Dollar für eine Unze Gold. Das war eine Art Gold Standard sozusagen. Die Amerikaner haben, als die anderen sich beschwert haben, haben die Amerikaner gesagt, ja, it's our currency, but it's your problem. Und ja, und dann, also es gab diesen ersten Versuch, 1972, und es gab eine Bandbreite, und innerhalb dieser Bandbreite gab es eine sogenannte Schlange. Noch enger. Klar, unter 5% war die Bandbreite. Und die britische Währung hat gerade 6 Wochen in dieser Schlange verbracht, bis sie den Wechselkurs nicht mehr halten konnte, weil es gab. Damals gab es ein Boom und es gab einen großen Handelsdefizit und es gab Spekulation, also musste man entwerten und raus. Und bis 1997, das war die Labour Party Regierung, Jim Callaghan verstand sich mit Helmut Schmidt sehr gut, auch gut mit Giscard, aber in 1976 war das Land wieder in einer Wirtschaftskrise praktisch pleite, hat einen Notstandskredit vom Weltwährungsfonds bekommen und ja, es ist einfach zu riskant, wieder so die britische Währung an die Markt anzubinden. Weil die Labour-Partei unter der Labour-Partei ist das Pfund 1949 um 30% entwertet worden. Also
abwertend, sagen wir mal. Und dann in Harold Wilsons Zeit, 1967, 14%. Und Harold Wilson hat damals eine berühmt-berüchtigte Fernsehansprache gehalten. The pound in your pocket is not being devalued. Ist nicht, das Pfund in deiner Tasche ist nicht abgewertet. Und das ist eigentlich Unsinn. Aber also die Labour Party wollte nicht mit weiteren Abwertungen in Verbindung gebracht werden. Floating war nicht politisch nicht so gefährlich. Nun, Delors und die Labour Party. Delors sprach 1988 beim Kongress der britischen Gewerkschaften. Er sagte ihnen, der Binnenmarkt sollte eine soziale Dimension erhalten, die die Rechte der Arbeitnehmer garantiert. Neil Kinnock, der nach den Wahlen 83 Foot als Führer der Labour Party folgte, sagte mir im Dezember 89 bei einem Besuch in Berlin, dass er sagt, Delors Rede hat die Gewerkschaftler buchstäblich elektrisiert. Und die Meinung seiner Partei gegenüber der EWG grundsätzlich geändert. Herr Kinnock übrigens war gerade nach dem Fall der Mauer zu einer SPD-Konferenz nach Berlin gekommen. Erzählte mir, die Gewerkschaftler lobten Delors als Bruder Jacques. Frère Jacques. Sie haben sogar das Lied gesungen, das einzige, was sie auf Französisch konnten. Und die, natürlich, die deutsche soziale Marktwirtschaft war natürlich auf der Linie von Bruder Jacques. Aber für Margaret Thatcher war nun ihr Binnenmarktverbundeter Jacques Delors, für sie war er ein Euro-Demagoge geworden. Sie hatte nicht die Rolle des Staates im Vereinigten Königreich, die Rolle des Staates in der britischen Gesellschaft zurückgedrängt, damit sie von einem französischen Sozialisten wieder auferlegt wurde. Ihre Rede im Burger im selben Jahr wurde diesbezüglich zur Bibel der konservativen Euroskeptiker, besser beschrieben meines Erachtens als Europhobie oder Europhoben. Im nächsten Jahr, April 89, genehmigte der Europäische Rat Delors Plan. Drei Stufen zur Wirtschaft- und Währungsunion, aber ohne Zeit. Und Thatcher war zutiefst in Opposition zu der Wirtschafts- und Währungsunion. Man sagt, Harold Millen habe auf die Frage, was ihm als Premierminister beschäftigen würde, geantwortet: Events, dear boy, Events. Ereignisse, mein Lieber, Ereignisse. Nun, der nächste Event, die deutsche Wiedervereinigung, sollte das Gewicht aller vorangegangenen Events übertreffen. Thatcher war gegen die Wiedervereinigung, entgegen der Vertragsverpflichtungen, die in Artikel 7 der Bonn-Paris-Konvention 1955 festgelegt worden waren. Sie hat in den Jahren 1989 versucht, die britische Politik der vorangegangenen 40 Jahre auf den Kopf zu stellen. Helmut Kohl hielt in seinen Memoiren fest, dass während eines Essens bei einem Treffen des Europäischen Rates, Staats- und Regierungschefs, am 8. Dezember 1989, sagte sie, wir haben die Deutschen zweimal geschlagen und jetzt sind sie wieder zurück. Viele Engländer sagen, eine Weltmeisterschaft und zwei Weltkriege. Fußball hat nicht das. Kohl hatte
gerade seinen 10-Punkte-Plan zur Lösung der deutschen Frage veröffentlicht, was eigentlich selbst seinen leidlichen Außenminister Genscher überraschte. Und meine Damen und Herren, es ist kein Zweifel, Thatcher war ein Gegner, Gegnerin sowohl der deutschen Einheit als auch der Währungsunion und der sozialen Komponenten des Binnenmarkts. In September 1989, eine Woche vor Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, DDR-Flüchtlinge, sagte sie unter vier Augen zu Mitterrand, die deutsche Einheit und die Währungsunion wären Katastrophen. Übrigens, wir haben dieses Zitat nicht in den Archiven von, vor 10 Jahren nicht in den Archiven von Downing Street Nummer 10 gefunden, sondern in Paris. Ihr langjähriger Pro-EU-Finanz- und Außenminister Howe, Jeffrey Howe, teilte diese Meinung nicht. Ich erinnere mich an Präsidenten von Weizsäckers Staatsbesuch im Jahre 86. Howe begrüßte und unterstützte ausdrücklich von Weizsäckers Darstellung der deutschen Politik. Wir werden erst dann die Teilung Deutschlands überwinden, wenn wir die Teilung Europas überwunden haben. Und niemand hat damals, oder kaum jemand hat damals erwartet, dass es nach 3 Jahren umgekehrt kommen würde. Howe war auch ein Freund des Euros und ein Befürworter des britischen Beitritts zum Wechselkursmechanismus, Vorstufe des Euros. So auch sein Nachfolger als Finanzminister, Nigel Lawson. Lawson war zwar ein Währungsunion-Gegner, aber ein Befürworter des britischen Beitritts zum Wechselkursmechanismus, eine Anbindung des Pfunds an die deutsche Mark sollte die Inflation im Vereinigten Königreich reduzieren. Also auch er wollte an zwei Hochzeiten tanzen, wenn Sie wollen. Im Juni 1989 haben diese beiden Minister mit ihrem gemeinsamen Rücktritt gedroht, wenn Margaret Thatcher sich weiterhin weigern würde, den Tag des britischen Beitritts zum Wechselkursmechanismus zu nennen. Howe musste daraufhin das Außenamt verlassen und Lawson ist am 26. Oktober 1989 zurückgetreten. Also Sie sehen, als die deutsche Einheit, als das alles in Gang gekommen ist, hat Margaret Thatcher tatsächlich eine große Regierungskrise zu Hause gehabt. Douglas Hurd, inzwischen Außenminister geworden, besuchte Ostberlin in der DDR gegen Ende Januar 1990, 2 Wochen bevor die deutsche Währungsunion verkündet wurde. Botschafter Brumfield und ich, leider inzwischen verstorben, und ich erklärten ihm die Lage. Also sagte er, die DDR hat keine Zukunft als eigenständiger Staat. Richtig, sagten wir. Also sagte er, ich werde es ihr sagen, sie wird sich damit abfinden müssen. Sie versuchte aber weiter zu bremsen. Ende März bei der alljährlichen Königswinterkonferenz der Deutsch-Britischen Gesellschaft in Cambridge traf sie Mitglieder der neuen, frisch demokratisch gewählten Mitglieder der Volkskammer. Ich, obwohl Geschäftsträger in Ostberlin, dürfte sie nicht begleiten. Ich erfuhr nachher, dass Margaret Thatcher ihnen empfohlen hatte, aufs Bremspedal zu treten. Die verdutzten Politiker hätten aber versucht, ihr zu erklären, dass sie gerade gewählt wurden, um die deutsche Einheit zu beschleunigen. Der Euro war Mitterrands Antwort auf die Frage, wie man ein groß gewordenes, übermächtiges Deutschland zähmen sollte. Nicht aber Margaret Thatchers. Im Juli 1990 sagte, als die 2+4 Verhandlungen schon im Gange waren, wir waren kurz vor dem Abschluss, 2 Monate vor dem Abschluss, sagte ihr enger Verbündeter Nicholas Ridley, den ich in früher Zeit gut kannte, die Währungsunion ist ein deutsches Schwindelgeschäft.
Die Absicht ist, ganz Europa zu übernehmen. Übergabe der Souveränität an die EU gleich Übergabe an Adolf Hitler. Das war ein Interview in Spectator. Ridley musste als Minister tatsächlich nach den Einigungszirkeln sein Gut nehmen, zurücktreten. Er hat aber gesagt, was sie dachte. Und zwei Tage nach dem Tag der deutschen Einheit, am 5. Oktober 1990, wurde das Vereinigte Königreich Mitglied des Wechselkursmechanismus. Das Wort im Deutschen. Mechanismus, aber zu einem zu hohen Kurs. Ein Pfund gleich 2,95. Derselbe Fehler wie Churchill 1925. Und was ganz wichtig ist, für was danach kam, ohne Absprache mit den anderen Mitgliedern, ohne Absprache mit der Bundesbank. Und das war gegen die Regeln des Wechselkursmechanismus. Und warum? Für Finanzminister damals John Major war die Bekämpfung der Inflation inzwischen fast 10% oberste Priorität. Der hohe Kurs sollte seine Glaubwürdigkeit stärken. Und letztendlich war Thatcher halbherzig an Bord. Aber Jeffrey Howe, immerhin stellvertretender Premierminister und langjähriger Finanz- und Außenminister, war nicht involviert. Er hat es in den Zeitungen erfahren. Das Maß war für ihn voll. Und am 1. November hielt er eine sehr berühmte Rede gegen Margaret Thatcher im Unterhaus. Und drei Wochen später stürzten EU-freundliche Konservative die Eiserne Dame. Wo war sie? Sie war gerade in Paris bei der großen Konferenz der KSZE, die sowohl den Kalten als auch den Zweiten Weltkrieg beendete. Charter of Paris for a New Europe. Der Titel stammt von meinem großen Freund Brian Crow, der war bei den Vorbereitungen in Wien dabei, hat die britische Delegation geleitet. Er war Botschafter, Brian Crow war Botschafter in Wien und da gab es nicht so viel Arbeit mit Österreich und dann waren die Vorbereitungen in Wien angesetzt, weil die Rüstungskontrollfachleute waren da. Es ist mit der Zeit ein bisschen, Und sie war also Kalte Krieg zu Ende, Eiserne Dame fort. 1992 geriet das überbewertete Pfund unter Druck der Turbulenzen der Wiedervereinigung. Soros und andere Investoren setzen riesige Geldsummen zur Schwächung des Pfunds ein. Und dann kam, die Dänen haben da eine Abstimmung gegen Maastricht durchgeführt. Major und Lamont wollten nicht abwerten, das wäre Demütigung gewesen. Und der entscheidende Fehler der Politiker, Major und Lamont, sie dachten, der Präsident der Bundesbank Schlesinger und sein Stellvertreter werden schließlich politischen Druck nachgeben. Sie vernünften halten den Leitzinssenken, um das Pfund aus der Bredouille zu retten. Und meine Damen und Herren, dieser Tag des schwarzen Mittwoch ist der Ursprung des Brexits. Weil nachher vollzog sich eine große Trendwende bei den Konservativen. EU, Deutschland, Kohl, der Euro, Delors, die Bürokraten in Brüssel, EU-freundliche Politiker in den eigenen Reihen hätten alle ihre große Tasche zu Fall gebracht. Nur sie hat den Mut gehabt, diesem föderalistischen Unding die Stirn zu bieten, wie seinerzeit Churchill Hitler Deutschland. Farage
gründete seine Partei und Melcher hat nur mit großer Mühe den Maastricht-Vertrag, Gründungsdokumente der Union ratifizieren können. Die EU-Mitgliedschaft blieb aber für die große Mehrheit der Briten ein nebensächliches Thema. Und von bis 2010 Tony Blair an der Reihe, aber dann an der Macht. Und dann war Labour nach der Niederlage eine Trendwende. Jeremy Corbyn zurück. Seine Brexit-Befürworter, seine Helden Hugo Chavez, Fidel Castro, Evo Morales. Und die pro-konservativen, einflussreichen Medien wurden immer rabiater. Boris Johnson, Correspondent für The Daily Telegraph, spielte mit Fake News als Brüssel große Rolle. Und die Partei hatte ein echtes Problem. Viele Mitglieder wollten die EU verlassen. UKIP nahm ihm die Stimmen weg. Und dann hat Cameron nur den Ausweg eines Referendums gesehen. Für den Fall, dass er eine absolute Mehrheit der Stimmen bei den Wahlen 2015 bekommt. Und das hat er geschafft. Und dann haben die Leute für den Brexit gestimmt. Nicht eigentlich so sehr gegen die EU. Sie haben die Wähler, die Elite, die Tories ein Denkzettel verpassen wollen. Aber was hatten sie erlebt nach der Finanzkrise 2008? Sinkende Realeinkommen, Kürzungen im Gesundheitswesen und so weiter. Und dann natürlich nach der EU-Erweiterung über 1 Million Polen. Die Migranten würden den einheimischen Arbeitsplätzen und Arzttermine wegnehmen. Demnächst kämen die Türken und die Syrer. Und wer ist dafür verantwortlich? Na, hat nicht Angela Merkel gesagt, wir schaffen das? Johnson. Sein Wahlschlager bei einem Referendum war, hören wir damit auf, den britischen Pfund 350 Millionen jede Woche an die EU zu schicken. Wir geben über wieder das Geld für das Gesundheitswesen aus. Zum Schluss einige Aspekte der letzten 3 Jahre. Grundsätzlich verhandelt das Vereinigte Königreich seit dem Referendum und bis heute mit sich selbst. Hat alle Regeln der Verhandlungskurs gebrochen und hat nicht begriffen, dass das Friedensabkommen mit Irland für Konvergenz bedeutet und Brexit Divergenz für Singapur und Singapore on Thames. Was kommt auf uns zu? Also die Neuwahlen im britischen Wahlsystem könnte die Konservativen sehr wohl eine Mehrheit bekommen. Johnsons Slogan jetzt für sein Battle war: Get Brexit done, lassen wir mit Brexit abschließen. Werden die Wähler auch diese Lügen glauben? Möglich ist es. Corbyn hat kein verständliches Programm. Schottland, Nordirland würden sicherlich gegen die Konservativen und gegen Brexit stimmen. Die SNP war ein zweites Referendum für die schottische Unabhängigkeit. Aber, naja, und zum Schluss könnten die Engländer unter sich bleiben. Aber mit Klohühner aus Amerika. Donald Trump lässt grüßen. Übrigens, es gibt eine Woche vor der Wahl einen NATO-Gipfel in London. Trump kommt, womöglich um seine Dutzfreunde Johnson und Farage zu unterstützen. Meine Damen und Herren, es bleibt spannend. Ich entschuldige mich, dass dieser Vortrag ein bisschen zu lang war. Vielen Dank, Colin Morrow, für einen riesen Überblick.
zum Wahlgipfel in London eine Woche vor der Wahl. Ich will angesichts der fortgeschrittenen Zeit gar nicht länger erfahren, was man einfach in richtiges Publikum richten und das Mikro steht bereit. Wir haben nur eines, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber das ist da. Wir können Fragen gleich sammeln. Wo sind diesjährige Menschen, die immer Herr Lüder öffnen, ein eigenes Verdammten auf ist? Herr Botschafter, Boris Johnson hat Ende Oktober noch einen Vertrag ausgehandelt mit der EU, der aber im Parlament nicht die Mehrheit gefunden hat, weil Leber und andere dagegen gestimmt haben. Sollte Johnson jetzt die Mehrheit der Abgeordneten kriegen am 12. Dezember, würde denn Johnson auf diesen Vertrag sich wieder beziehen oder würde er den harten Deal machen? Wir sammeln die Fragen ein bisschen, um das zu komprimieren. Also wir haben hier ein Johnson-Deal. Wir haben eine Frage auf der anderen Seite. Tut mir leid, wir haben nur eins Sache, bevor es ist hier. Die Stadt Hildesheim noch nicht so ganz auf der Multi-Stereo-Ebene hier unterwegs, aber wir haben das. Jawohl, bitte. Meinen Sie, dass nicht vielleicht auch die EU die Möglichkeit eines Brexits zu leicht genommen hat? Die Marge war ja denkbar gering und hätte nicht vielleicht da eine Charme-Offensive von Seiten der EU und das Sagen, wir wollen euch behalten, wir wollen euch in der EU behalten, nicht gerade das noch erreicht, damit es gar nicht zu einem Brexit oder zu der Möglichkeit des Brexits gekommen wäre? Nicht der Bund im Vorfeld des Referendums hat die Europäische Union, die Kommission, Juncker, zu wenig getan, das zu verhindern, dass gekommen ist. Weitere Fragen? Ja, bitteschön. Das ist der Konstantin Gerbrich von Pass of Europe, der ist auch hier wunderbar. Von Pass of Europe, bitte schön. Ja, mein Name wurde schon gesagt, wunderbar. Ich habe zwei Fragen. Ja, hier bin ich. Ich habe zwei Fragen. Die erste, Boris Johnson mit der Neuwahl jetzt am 12.12. Ist das vielleicht ein Schritt in die Richtung, dass Boris Johnson die Mehrheit nicht bekommt? Also pokert Boris Johnson vielleicht falsch? Zweite Frage wäre, wenn der Brexit irgendwann kommen wird, müssen wir dann ein Katalonien 2.0 mit Schottland oder Nordirland befürchten? Okay. Ja, erstens Johnson's Deal. Vor dem 31. Oktober hat das Parlament ein No-Deal-Brexit abgelehnt. Das Parlament konnte sich nicht entscheiden, ist es für etwas, aber es konnte eine Entscheidung treffen, ist es gegen No-Deal. Und deswegen ist es dann zu dieser Verlängerung gekommen. Und Boris Johnson hat Folgendes gemacht. Er hat sowieso also keine Mehrheit mehr. Vorher waren so viele Konservativen sind zu den Liberaldemokraten übergegangen, haben es unabhängig geklärt und so weiter. Und er hat, Theresa May war für ihre Mehrheit im Unterhaus auf die sogenannte Democratic Unionist Party. Und die ist strikt für die Trennung, also für die Beibehaltung von Nordirland im Vereinigten Königreich und für Brexit. Also hat Theresa May hin und her, gibt es eine Grenze in Irland, gibt es eine Grenze im Irischen Meer und schließlich hatte sie nachgegeben, praktisch sollte sein, dass das ganze Vereinigte Königreich in der Zollunion im Binnenmarkt bleibt. Und das ist für die Singapore und Thames deswegen hat der Brexit keinen Sinn. Die EU hat gesagt, wir werden den Backstop nicht aufweichen. Aber letztendlich hat Boris Johnson hat es geschafft, dass die Grenze tatsächlich im Irischen Meer liegen soll, wenn dieses Deal durchgeht.
aber er leugnet das. Er müsste sogar, oder sein Minister müsste sogar sich sogar korrigieren vor dem Parlament, als Leute die Tatsachen, was in dem Text steht. Aber er würde die Leute vorgaukeln, dass er einen tollen Vertrag verhandelt hat. Hey, es ist ofenfrisch, ist dieser Vertrag. Und in einem Jahr haben wir ein Freihandelsabkommen mit der EU. Allerdings, gesagt, auf keinen Fall, das habe ich in meinem Vortrag gesagt, bitte diese Übergangsphase verlängern. Aber ich glaube sehr wohl, er wird es verlängern müssen. Na, EU-Charmer-Fetze. Die britische Regierung hat die EU gebeten, bleibt ruhig, sagt bloß gar nichts. Jeder Europäer, und vor allem Juncker, Barnier oder Deutsche oder so, Einmischung in inneren Angelegenheiten. Ich glaube, Juncker vor allen Dingen bereut das, vielleicht Barnier auch und Angela Merkel, die bereuen das sehr. Sie hätten eigentlich tatsächlich es machen sollen, wie seinerzeit Jacques Delors. Oder ich entsinne mich, Helmut Schmidt hat sehr gut vor der Labour Party oder den Gewerkschaftern vor dem Referendum 75 gesprochen. Weil die Leute wissen nicht, dass das EU ist ein Friedensprojekt ist. Das ist das große Problem. Nein, was für ein Hung Parliament, das ist sehr wohl möglich. Weil in den in Großbritannien gibt es im Vereinigten 650 Wahlkreise, relative Mehrheit. 3 Kandidaten, 35, 33, 32, 35 gewinnt. Cameron hat 2015 eine absolute Mehrheit mit 37% der Stimmen gewonnen. Aber jetzt wissen wir nicht, weil die Konservativen werden sicherlich 10 Wahlkreise in Schottland verlieren. Die Brexit-Party hat aber stellt keine Kandidaten auf in konservativen Wahlkreisen. Und das, die haben ihre Anhänger gesagt, sie müssen für die Konservativen stimmen. Und das erhöht die Möglichkeiten für Johnson einen Wahlsieg zu gewinnen. Schottland, das Land ist in der Brexit-Frage nicht gespalten, dagegen. Es war 62% beim Referendum, jetzt soll es nahe 70% liegen. Aber in der Frage der Unabhängigkeit zutiefst gespalten. Stellen Sie sich vor, es käme zu Brexit, dann hätten wir eine harte Grenze zwischen England und Schottland. Und wenn es schwierig ist, das Vereinigte Königreich nach 44 Jahren aus der EU zu bringen, Schottland ist in einer Union mit England seit 1707. Das wäre schwierig. Aber die Trendwende ist sicherlich in diese Richtung. Die gute Sache, die Schotten haben das Gefühl, wir sind ein kleines europäisches Land, und zwar mit einer großen Geschichte und so. Warum können wir nicht wie Dänemark oder Finnland oder Norwegen sein? Wir haben nicht ganz so viel Öl als Norwegen. Aber immerhin. Vielen Dank für diese Beantwortung der ersten Fragerunde. Wir haben noch eine zweite Runde, die wir eröffnen können. Ich sehe momentan deine Fragen. Ich möchte nochmal betonen, das ist, glaube ich, hier in Deutschland wenig im Krieg gewesen, dass der 16. September 1992 so ein einschneidendes Datum war. Das ist es. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich das gar nicht so im Sinn, als ich das vorher angekündigt habe,
und die USA sind nach wie vor, da müsste man jetzt eigentlich umdrehen. Ja. Man müsste sagen, die Brexit-Debatte im Lichte des europäischen Währungssystems und des Scheiterns und der deutschen Einigung. Aber irgendwo war im Hinterkopf die Ahnung, dass das der Schatten dieser Problematik im Raum steht. Wie ist eigentlich zu beurteilen das Ausscheiden der Conservatives aus der Europäischen Volkspartei? Ja. Das ist ja im Grunde noch 10 Jahre vor dem Brexit-Referendum gewesen, roundabout. Das ist ein großer strategischer Fehler. Salopp gesagt, Dummheit. Und das war Hague. Okay. Und die Idee war, ja, diese Europa, die sind Föderalisten und so weiter. Niemand versteht im Vereinigten Königreich, was Subsidiarität bedeutet. Und vor allem, warum sage ich, dass das eine Dummheit ist? Erstens, es passiert ganz viel in der europäischen Politik und in der EU auf der Schiene dieser Parteitagen, diese Zusammenkunft. Socialist International, die Vereinigung der Liberalen und so weiter, und eben die größte Gruppe, die Europäische Volkspartei. Und die konservative Partei war, ja, könnte man sagen, ja, auf der Linie der CDU oder so. Aber jetzt sitzen sie oder saßen sie mit diesen verbohrten Nationalisten und Ultrarechten und so. Allerdings, ich kann mich entsinnen, mein erster Parteitag in Deutschland, 1971, Kohl, Vorsitzender der Union, Jungen Union, ist gegen Rainer Barzel angetreten. Und am Anfang eines jeden Parteitages gibt es Grußworte von den befreundeten Parteien. Und als eine ältere Dame das Grußwort der Konservativen hat sie angefangen zu sprechen, da standen die Vertreter der DC, der Demokratie Christiane, auf und dann haben den Saal verlassen und sagen, wir sind keine Christdemokraten, wir sind Konservativen. Also, naja, aber es war ein großer Fehler. Der Austritt der Tories aus der Europäischen Volkspartei, der war doch im Vorfeld des sich abzeichnenden Lissabon-Vertrags. Ja, ja. Dieser Lissabon-Vertrag war ja ein weiterer Schritt in Richtung einer Europäischen Union, die eine eigene Rechtspersönlichkeit werden sollte und wurde. Das heißt, im Grunde der Staatswertungsprozess Tendenz dazu, schleichend Nachtigall, ich höre jetzt rapsen. Ja. Ist dieses Ever Closer Union wirklich so entscheidend gewesen? Ja, das spielt eine wichtige Rolle. Ich kann mich entsinnen, das war noch Gordon Brown. Und er wollte partout nicht, er hat es akzeptiert und er wollte kein Referendum. Und so, aber er wollte nicht im Fernsehfoto stehen mit den anderen. Und er ist einen Tag später, es gab irgendeinen Trick, damit er nicht im Fernsehfoto steht. Und gab es viele Versprechungen, so weit und nicht mehr. Ich habe das erzählt von der europäischen Armee und so weiter. Aber die Leute haben tatsächlich diese Angst. Ich habe den Leuten, ich sage den Leuten immer, meinen Sie, dass die Franzosen la grande nation sich in einem europäischen Superstaat auflösen werden? Bestimmt nicht. Allerdings, sie wollen die Führungsrolle übernehmen. Das haben sie jetzt auch getan. Macmillan sagte immer, De Gaulle spricht von Europa, aber
bedeutet, erweit Frankreich. Ja, meine Damen und Herren, die Geschichte, wie sie sich jetzt hier darstellt, zeigt, es gibt eine längere und eine kürzere Geschichte des Brexit. Ja. Und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie nämlich in den Jahren 89, 90 Weichenstellungen erfolgt sind. Ja. Während Helmut Kohl und die Bundesrepublik Deutschland die deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion synchronisiert haben mit der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, und das gekoppelt haben, im Grunde eine doppelte Integration, DDR in die deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit dem Versprechen, Deutschland wird auch bei der europäischen Währungsunion entscheidend mitwirken, entkoppelt die britische Politik unter Thatcher, sich, indem sie sich eigentlich ausschließt von diesem Projekt und damit auch Steuerungs- und Handlungsfähigkeit verliert, in der Gestaltung der deutschen Frage, im Unterschied zu Mitterrand, der glaubt, mit dem Euro die deutsche Frage in den Griff zu kriegen. So ist es. Jetzt frage ich mich aber nochmal, das ist ja wirklich bezeichnend, das muss man sich nochmal auf der Zunge gehen lassen. Dezember 1990, Gipfel von Paris, Charta für ein neues Europa. Der Kalte Krieg wird für beendet erklärt, der Zweite Weltkrieg wird für beendet erklärt. Und im gleichen Moment stürzt die eurofreundliche Tories die Maggie Thatcher. Erfahren hast du Hausrede im Unterhaus. Die Rede von Jeffrey Howe. Jetzt frage ich mich im Rückblick, ist der Brexit eine späte Revanche für den Rücktritt Thatchers? Oh, absolut. Das müssen wir im November 1990 mit dem Referendum von 2016 auch in Verbindung bringen? Ja, aber ich glaube, dass die Demütigung des schwarzen Mittwochs noch wichtiger ist. 16. September 2019. Ja, weil man kann ja sagen, dass das war nicht so bedeutend, weil John Major hatte die Wahl 97 Hausruck verloren, obwohl, man muss sagen, die Wirtschaft hat sich erholt nach dem Austritt. Und zwar kräftig, und der Wachstum war viel größer, als es hätte sein können, wenn wir in dem Währungssystem zu diesem Kurs geblieben wären. Der Fehler war, die Entscheidung ohne die Fachleute, in der Bundesbank durchzuführen. Ich kann das sehen, weil das in meinem Buch steht. Als ich in Frankfurt war, damals, 92, Frau Schlesinger hat allen gesagt, niemand war ihrem Mann gegenüber so unhöflich wie der britische Finanzminister im September 1992. Weil die ist auch schließlich zuerst zu beiden gesagt, er muss den Brexit senken. Und da sagt man, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Und dann ging Lamont auf Schlesinger zu und hat versucht, ihn zu bearbeiten. Also, der Präsident der Bundesbank spricht man nicht so an. Und Major hat drei Briefe an Kohl geschrieben. Lieber Helmut, Hilfe. Helmut sagte, das ist nicht mein Job. Aber dann, als die Franzosen dran waren, hat Helmut sehr wohl geholfen. Ja. Wir haben die Kollegen extra von der Uni Potsdam angereist, ist aufgrund unseres Prominenten Gastes. Janik Beck, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Nochmal zur Währung. David Cameron hat ja kürzlich seine Memoiren veröffentlicht und sich darin auch gerechtfertigt, warum er das Referendum denn ausgerufen habe. Und darin macht er ganz stark, dass durch die Nichtmitgliedschaft im Euro sei die Position von Großbritannien in der EU sozusagen konstitutionell so schwierig geworden, dass es langfristig kaum einen anderen Weg gegeben hätte als dieses Referendum.
weil eben in der Eurogruppe Entscheidungen getroffen worden wären, die Großbritannien nicht mitentscheiden konnte, weil sie eben nicht in der Eurogruppe waren. Was glauben Sie, wie wichtig war dieser Punkt dann für die Entscheidung für das Referendum und wie wichtig war das dann auch in der Brexit-Entscheidung? Naja, ich habe gerade am Freitag mit meinem Freund Martin Rifkin, der ehemalige Außen- und Verteidigungsminister, für uns in der Austro-British Association eine Rede gehalten. Und ich habe ihm gesagt, war das nicht eine Dummheit, diese Referendum durchzuführen. Er sagte mir, wenn wir damals kein Referendum gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich gerade jetzt eins. Er war der Meinung, es hätte damals keinen anderen Ausweg gegeben. Aber das ist, wie jetzt hat gesagt, wie Verhofstadt immer wieder, it's a catfight in the Tory Party. Und das ist es ja. Und dann natürlich ist es eine Katastrophe, dass wir bei der Labour Party so einen schwachen Führer haben. Das ist wirklich, ich bin jetzt nicht über die Zeug, ich kann jetzt sagen, was ich will, aber ich glaube, unter jedem anderen Führer der Labour Party wäre die Labour Party ganz stark für Remain gestanden und das Referendum wäre anders ausgegangen. Allerdings, die Brexit-Befürworter der Farage und Co., die hätten mit 48% sicherlich nicht aufgegeben. Ja. Vielleicht noch eine kurze Einschätzung bei Zerrühr zur Frage, hat die Europäische Union von der Kommission zu wenig getan im Vorfeld des Referendums? Wenn Sie sich nochmal die Bilder vergegenwärtigen nach bekannt werden des Ergebnisses, Junkers Gesicht, ich denke, man hat einen großen Fehler gemacht. Man hat die Wahrscheinlichkeit, dass das Brexit-Referendum für Brexit ausgeht, unterschätzt. Maßlos. Das heißt, man war gar nicht in der Lage, von der Anschluss, von der Mentalität her, zu glauben, dass man das verhindern müsse. Man hat es einfach unterschätzt. Herr Höhr. Herr Botschafter, eine Frage noch, vielleicht eine persönliche Frage. Waren Sie am 9. November 1989 in Ost-Berlin? Wenn ja, wie haben Sie diese Nacht oder die nächsten Tage dort in Ihrem Dienst versehen können? Zeit zu einem Gespräch jetzt. Ja, ich bin der Host. Ja. Am 9. November war ich am Abend, den ganzen Tag über. Dann am Abend war ich im Reichstag in West-Berlin. Es gab eine Konferenz. Und unzählige Konferenzen gab es damals. Und die Ministerin für innerdeutsche Beziehungen, Frau Dorothea Wilms, hat uns gerade für unsere Arbeit bedankt. Sie stand, so wie ich jetzt, ein Lasett in der Hand und dann kommt jemand auf sie zu und drückt ihr einen Zug. Ein Stück Papier in der Hand, damals keine Tweets oder so, und sie hat vorgelesen, was Schabowski gerade gesagt hatte. Und ich habe niemals gesehen, wie Journalisten sich von ihren Getränken getrennt haben. Und wir sind alle, haben den Saal verlassen. Ich bin dann nach Hause über die Bornhofer Straße gefahren. Das war für mich der übliche Weg nach Hause. Und ich habe mit den Fotos gesprochen, habe ihnen erzählt, was Schabowski gerade gesagt hatte. Da waren so ein paar Leute da auf der Ostseite. Und die haben gesagt, na, wir haben keine Ahnung, wir wissen nichts. Die können ruhig schlafen gehen. Und Revolutionen sind sehr very tiring. War sehr müde. Dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen und ich habe meinem Vater das alles erzählt und wir haben entschieden, wir würden dann heute Journal 9:45 Uhr anschauen und dann, wenn nichts wäre, dann ins Bett gehen. Das war nichts. Die haben von Schabowski erzählt und so, aber
Wir sind schlafen gegangen. 10.30 Uhr ging es los mit Friedrichs in den Tagesreden. Und dann, meine Frau ist aufgewacht in der Nacht so um 3 Uhr rum und wir haben das Ganze angeschaltet und dann haben wir gesehen, was alles passiert hat. Einer von meinen Kollegen hat tatsächlich im Bad der Menge ist über die Grenze gegangen und hat 100 Mark bekommen. Begrüßungsgeld. Meine Damen und Herren, ich sehe keine Fragen mehr. Ich darf drei Punkte aufgreifen, die als Thesen hier aufgetaucht sind. Der Brexit hat nächtliche Illusionen basiert auf Täuschungen. Zweite These, Verhandlungen nicht mit der EU, sondern mit sich selbst. Ja. Und drittens, die Irland-Divergenz grandios unterschätzt. Ja, genau. Absolut. Das waren die drei Erkenntnisse. Ich bin noch mit vielen anderen Eindrücken eines Überblicksvortrags, der von der liberalischen Zeit noch bisher aufgenommen ist. Macmillan, Churchill, McKinnock, Neil Kinnock. Ja. Und Morrison, also das war die ganze Bandbreite des Panoramas der britischen Politik damals. Und jetzt herzlichen Dank, Colin Munro, für diesen Vortrag, für die Diskussion. Ihnen danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne vorweihnachtliche Zeit, auf schönes Weihnachtsfest und so weiter. Wir sehen uns wieder zu den Vorträgen besonderer Art erst im Januar, wo ein Kollege aus Bozen spricht über Italiener auf dem Balkan, was wir gemeinsam mit der deutsch-englischen Gesellschaft am Hintenburgplatz, in dem Fall die HK-Gebäude, durchführen. Danke fürs Kommen, danke für den Vortrag, schönen Abend.